Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen Freitags-JFD-Devisenradar am 3. Februar. Und es geht auch heute schon los. Yen Pairs hier schon mit guten Aufschlägen, wenn wir uns mal hier die Heatmap direkt anschauen. Aber wir wollen heute ja ein Stück weit weg aus Asien, beziehungsweise dem Yen. Beziehungsweise die Yen-Pairs sind für sich natürlich genommen interessant, aber heute geht es ja vielmehr auch um den ersten Freitag des Monats. Und ihr wisst, was hier ansteht: die Non-Farm-Payrolls aus den USA. Immer wieder interessant, auch gerade vor dem Hintergrund, dass die US-Notenbank Fed ja hierbei den Fokus darauf legt, wie eben die Verfassung des Binnenmarktes ist und natürlich eine, in Anführungszeichen, Vollbeschäftigung, hohe Beschäftigung, also niedrige Arbeitslosenquote und dergleichen, spricht natürlich dafür Inlandskonsum für Nachfrage, und das dürfte die USA bestärken. Das ist ja auch das, was Mr. Trump ja gerade will. Aber insofern wollen wir mal schauen, wie das hier sich tatsächlich auswirken wird heute. Deswegen schauen wir auf Euro-US-Dollar und auch den Goldpreis, die sich hier mehr oder weniger ja aufmachen, gewisse markante Bereiche zu überwinden bzw. zu attackieren. Und insofern greifen wir da gleich mal ein. Aber ich will kurz mal den Blick auf die fundamentale Geschichte richten, um ihn da eben zu zeigen, ja, wie es denn eigentlich heute ausschaut. Wir sehen hier die Arbeitslosenquote und hier im Prinzip die Statistik der Arbeitslosenquote, die hier im Anschluss an die Finanzmarktkrise, wo es ja dann hier exorbitant nach oben ging, hier im Jahr 2009, dramatisch hohe Zahlen. Sie sehen es, es fiel sukzessive nach unten ab. Also die Indikation dessen, dass, wenn die Arbeitslosenquote fällt, im Prinzip hier die US-Notenbank auch dann natürlich so langsam, aber sicher auch erkennt, dass die Wirtschaft hier wohl brummt, wobei die Erhebung der Daten immer wieder auch eine andere Frage ist, aber grundsätzlich halt hier natürlich eine klare Indikation, dass die US-Notenbank zu Leitzinsanhebungen fast schon verpflichtet war. Und jetzt in diesem Jahr kommen drei, kommen zwei, kommt vielleicht auch wieder nur eine, wie das im letzten Jahr ja auch angekündigt wurde. Bis zu vier Leitzinsanhebungen sollten kommen. Am Ende ist eine gekommen, ein ganzes Jahr später. Das wird man mal abwarten müssen, wie sich das entwickelt. Aber rein die Statistik, die wir hier sehen, die zeigt sehr, sehr deutlich, dass es natürlich an der Zeit ist, hier auch durchaus an der Zinsschraube weiter zu drehen. Das dürfte den US-Dollar grundsätzlich stärken, rein fundamental. Die Leitzinsdifferenz ist natürlich ganz klar beim Euro-US-Dollar hier jetzt schon gegenwärtig und wird sich in diesem Kontext auch weiter ausbauen, da in Europa hier sicherlich nicht von Leitzinserhöhungen auszugehen ist. Das wird spannend sein zu beobachten, wie das hier letztlich sich dann noch ausgeht in diesem Jahr. Grundsätzlich würde man ja erwarten, der Dollar rein fundamental muss hier weiteren Zuspruch erfahren. Aber das sieht ein Stück weit anders aus. Durch den Trump-Effekt lastet hier durchaus etwas auf dem Dollar, was hier sozusagen auch unlängst eine weitere Schwäche, die wir auch hier jetzt mal im Wochenchart kurz skizziert haben, also in Richtung Parität, die große psychologische Marke. Das muss ich sagen, wäre wirklich das Buy-Level für das nächste Jahrzehnt höchstwahrscheinlich gewesen und ist es noch, wenn der Euro es eben anläuft. Aber die Gretchenfrage ist eben gegenwärtig, ob es überhaupt dazu kommt. Sicher ist richtig, wenn alle davon sprechen, wird es wohl kaum passieren. Das ist ganz klar. Aber ich erinnere auch hier, und das hatte ich auch beim JFD-Devisenradar-Webinar angesprochen, hier im Jahr 2014, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als der Euro-US-Dollar hier an der Marke von 1,40 um wenige Pips scheiterte. Und hier war im Prinzip auch das große. Die große Aussage, der Euro ist hier gnadenlos überbewertet, der muss weiter runtergehen. Und das war wirklich auch im Mainstream stark zu lesen. Und ihr seht, genau, das ist auch passiert. Also insofern muss man da mal ein Stück weit vorsichtig sein, aber richtig ist, wenn alle in eine Richtung blasen, dann wird sich das irgendwann dann erschöpfen. Also mal abwarten. Letztlich rein technisch sind wir gegenwärtig hier in der aktuellen Handelswoche an einer sehr, sehr interessanten Situation. Die Wochenkerze hier in einer Art Doji, Long Ledge Doji, genau wie in der Vorwoche. Gut, das war ein kleinerer Doji, aber der sieht schon recht mächtig aus. Große Unsicherheit also. Und das sehen wir auch, wenn wir jetzt hier mal in den Tagesschart gehen, anhand dessen, dass der gestrige Handelstag mit so einer Art Inverted Hammer schloss. Das sehen wir hier an dieser Candlestick-Kerze. Widerstandslevel 1,085 haben wir hier auf dem Horizontalbereich. Diese Zone, da sind wir noch nicht ganz rangelaufen, aber ich muss gestehen, heute die Non-Farm-Payrolls haben natürlich hier das Schmeckel, genau das zu vollziehen. Es wird spannend werden, wie die ja, Daten 14:30 Uhr interpretiert werden. Grundsätzlich haben wir hier seit Ende Dezember, Anfang Januar einen sehr, sehr schönen Aufwärtsimpuls gesehen. An die 400 Pips jetzt nach oben gelaufen schon. Und jetzt wird eben hier die Gretchenfrage sein: Geht es denn weiter? Rein technisch, das haben wir auch gerade auf Wochenbasis gesehen, stehen die Chancen durchaus günstig, dass Euro hier weiter aufdreht. Ja, also im Prinzip muss man sagen, das wird auch ein Stück weit vom Goldpreis unterstrichen, auch die Saisonalität,
dass wir hier die 1,085 nochmal attackieren und an diese Trendlinie, die hier schon mehrfach getestet wurde und durchaus eine Bestätigung aufweist. Ihr wisst, schräge Trendlinien, ne, für schräge Typen, aber grundsätzlich hat das Ding hier seine Relevanz bewiesen und neben der runden Marke von 1,10 hier durchaus ein Level, was man im Fokus haben sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Niveau attackieren. Deswegen hier blauer Tendenzfall in diese Richtung. Und spannend wird es dann im weiteren Verlauf, sollte der Euro gegenüber dem US-Dollar hier sogar signifikant nach oben ausbrechen können. Dann wird es spannend in der nächsten, in den nächsten Widerstandszonen. Das wäre dann so zwischen 1,11 und 1,13. Richtig markantes Widerstandslevel ist hier bei 1,1450, 1,15. Das ist die große Hürde. Und ja, ob er dahin läuft, das muss man mal sehen. Ich mache es mal blau gestrichelt. Tendenziell ist für dieses Jahr wirklich einiges möglich. Ich erwarte ja durchaus einen starken Euro, keine Frage. Aber eigentlich idealerweise erst, nachdem wir hier die Parität und die Untergangsgesänge gehört haben zum Euro. Das wird vielleicht ausbleiben. Denn auch die Saisonalität beim Euro zeigt sich hier mit den kommenden 40 Tagen, die wir jetzt mal updaten, sehr, sehr bullisch. Also hier spricht eigentlich viel dafür, dass wir tatsächlich den eingeschlagenen Weg weiter fortsetzen können. Bis in den März hinein sieht das hier wirklich sehr, sehr gut aus. Und da darf man mal beobachten, wie die Märkte das dann entsprechend umsetzen, wenn dann hier der Euro auch weiter nach oben geht und der Dollar eine entsprechende Schwäche erfährt. Das wird spannend sein zu sehen. Ja, die Non-Farm Payrolls, ansonsten, wenn es diese Woche eine Umkehr gibt. Wir sehen ja die letzten drei Tage, wie gesagt, ein Stück weit Schwäche. Moment, wir den Pfeil mal kurz weg. So. Ja, die letzten zwei Tage, gestern der Inverted Hammer, heute jetzt auch wieder ein Stück weit nach Süden orientiert. Muss man sagen, wenn wir diese Power Candle hier vom Dienstag unterschreiten sollten, wohlbemerkt die große Handelskerze mit einem schönen Movement, dann ja, dann ist es durchaus wieder eine Pattsituation und unterhalb von 1,085 kann man dann interpretieren, dass wir die letzten Tiefs nochmal ansteuern und durchaus auch weiter nach unten laufen. Wie gesagt, die Daten heute werden durchaus wichtig sein für den weiteren Monatsverlauf und könnten Euro-US-Dollar, insbesondere wenn es hier unter das Tief der Kerze vom 31.01. geht, dann auch wieder nach unten ziehen. Das zumindest mal rein technisch möglich. Kleine Schmankerl noch obendrauf. Heute Intraday haben wir ein sehr, sehr bullisches Pattern für den Euro-US-Dollar. Ja, hier 63%ige Trefferquote, 304 Erscheinungen im Schnitt, 0,63% zugelegt. Heutiges theoretisches Hoch 1,086, Close ein Stück tiefer, aber auf jeden Fall eine Attacke auf diese Zone hier rein von der FTSE-Vektorlogik her denkbar. Wird also spannend, wie der Euro sich denn heute am Nachmittag insbesondere zu den Non-Farm Payrolls entwickeln wird. Achten Sie dabei auch natürlich, mit wem Sie handeln, wo Sie handeln, JFD Brokers generell aufgrund des Interbankenmarktzuganges hier mit Core-Spreads unterwegs, keine Up-Spreads, die hier unmöglich weit aufgerissen werden oder sogar dann hier manipuliert werden. Bei uns erhalten Sie ja auch dank des Post-Trade-Reports stetig die pure Transparenz und auch die absolut faire Ausführung am Markt. Das muss man immer wieder unterstreichen, damit man hier sich eben nicht einem, ja, ich will fast schon sagen, Casino-Modell hingibt. So, genau das gleiche bei Gold, auch hier bei uns am Spotmarkt handelbar mit dem Währungskürzel XAU US-Dollar. Und ja, der Goldpreis hat sich zuletzt auch nicht nochmal hier in Richtung 61er FIBO-Level begeben, was auch eine schöne Buying-Zone war, um eben hier nochmal 1210 anzulaufen. Und da stellten sich im Stream auch die Fragen, wie geht es jetzt wohl weiter beim Goldpreis beim Euro. Ich denke, heute wird maßgeblich sein. Wir haben gestern ein neues Mehrwochenhoch gemacht. Sie sehen es an der Tageskerze hier. Auch über 1220 ging der Goldpreis schon. Hier von dem Zyklus her, Aufwärtszyklus vom letzten Hoch ausgehend, dann hier eine Konsolidierung gesehen. Das sieht hier alles sehr, sehr gut aus. Also man muss wirklich sagen, hier Touch vom 38er Fibonacci-Level, Minimalkorrektur erfüllt, jetzt nach oben. Das hat schon auch einen bullischen Charme. Gerade wenn wir per Wochenschlusspreis, meine lieben Zuschauer, hier über 1210 rausgehen, ich mache auch hier den Fall, ähnlich wie beim Euro-US-Dollar, dann denke ich, hier wird es auch eine Attacke an diese Abwärtstrendlinie geben. Das gleicht sich so ein Stück weit beim Euro-US-Dollar und das ist fein, weil eine Dollarstärke oder vielmehr eine Dollarschwäche eben dann auch hier den Goldpreis beflügelt und eben auch den Euro. Insofern, wenn hier ein Anlauf an diese Zone um 1275 meines Erachtens durchaus realistisch und in diesem Bereich müsste man dann abwarten, ähnlich wie beim Euro-US-Dollar, ob es sich hier um eine Zone handelt, wo der Preis abgewiesen wird oder eben dann hier tatsächlich der Durchmarsch passiert, dann kann der Goldpreis natürlich noch wesentlich höhere Levels ansteuern. Ansonsten auch hier die Kerze vom 31.01. auch in dieser Woche betrachtet die Bull Candle schlechthin und deswegen gilt auch hier,
Wenn wir dieses Tief unterschreiten sollten, dann sehe ich es eher kritisch. Dann könnte der Goldpreis eher weiter abfallen. Ansonsten oberhalb dessen stehen die Chancen für einen möglichen Ausbruch durchaus gut. Das muss man hier ganz klar interpretieren. Also heute wird spannend, könnte möglicherweise auch eine Art Richtungsweisung für die kommende Woche, Schrägstrich für den Handelsmonat Februar sein. Das muss man definitiv auch berücksichtigen. So, dann schauen wir auch nochmal hier auf die Saisonalität beim Goldpreis. XAU US-Dollar, wie gesagt, das ist der Spotpreis und kein erschafftes Derivat oder dergleichen. Und hier sehen wir auch die Saisonalität grundsätzlich bis Anfang März bullisch. Also auch hier eine Bestätigung für den möglichen Upmove. Deswegen aber hier wichtig, dass hier der Goldpreis gerade über das Level von 1210 deutlich ausbricht, sonst könnte es schwierig werden. So, dann, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den View am Freitag. Spannender Handelstag steht uns bevor, mit schönem Wochenausklang will ich hoffen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein schönes Wochenende vorab, wenn Sie mögen. Hören wir uns nächste Woche wieder. Ansonsten noch Happy Trading, Stops nicht vergessen und natürlich achten Sie immer drauf, mit wem Sie handeln. Ihr Christian Kämmerer, ciao dabei, beste Grüße.